Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir die Engelbotschaft, diese Nachricht, die für dich ist, mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Leute, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute dabei seid, dass ihr euch wirklich diese Zeit nehmt, um mal ein bisschen in euch zu kehren, um mal ein bisschen zu schauen, was hat die geistige Welt für euch parat, auch ein bisschen das Thema der Dankbarkeit nochmal unter die Lupe zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich gerne mit euch in die Dankbarkeit gehen, das heißt, jeder darf mit seinen eigenen Worten einfach mal Danke sagen für das, was aus dem Herzen kommt. Viele von euch habt ihr das schon verlernt. Manche sagen einfach nur Danke aus Höflichkeit, weil man so erzogen worden ist, aber man spürt es nicht richtig. Und wenn man eine Dankbarkeit nicht richtig spürt, kommt man nicht in dieses Geschenk des Universums weiterzuwachsen oder etwas zu erhalten. Ich als Alaina stehe jeden Morgen auf, mache die Augen auf und das Erste, was ich sage, ist Danke. Danke für das, was gerade mein Herz erfüllt. Das können unterschiedliche Sachen sein an unterschiedlichen Tagen, aber ihr dürft es wirklich spüren. Und deswegen würde ich gerne mit dir, Sternzeichen Krebs, heute in diese Dankbarkeit reingehen und sagen, mit deinen Worten, was auch immer du möchtest, ja, aber zum Beispiel, danke, lieber Gott, oder danke, oh Herr, für jeden neuen Tag. Danke, dass du alles das, was ich in meinem Leben erhalten habe bisher, immer zu meinem Gunsten ausgerichtet hast. Ob ich es bewusst oder unbewusst gemerkt habe, ob es mir schwer gefallen ist oder nicht. Danke, dass ich immer auf dich vertrauen kann. Danke, dass du mir die Zeichen und die Hilfe der geistigen Welt zur Verfügung stellst. Danke, dass ich gesund bin. Danke für mein Wohlbefinden. Danke, für dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, neu zu lernen. Dankeschön, dass ich auf deinen Gottesplan vertrauen kann. Ja, so mit euren Worten zum Beispiel. Und hier ist es heute für mich unglaublich wichtig zu sagen, dass wir hier für Sternzeichen Krebs wirklich die Möglichkeit haben, in euer Gleichgewicht zu kommen. Die Energie sagt, es ist der günstigste Moment, um einfach zu erkennen, dass ihr hier, einige von euch, eine Blockade habt, sowohl in eurem zweiten Chakra, das heißt das Sakralchakra, was für unsere Gefühlsebene zuständig ist, ja? Für das Empfinden, für die Emotion, für die Kreativität, für den Genuss, für die Freude, die Sexualität auch. Aber dazu komme ich später. Hier geht es darum, dass die Engel generell dich dazu animieren und einladen zu sagen, drück dich klarer aus, Krebs. Es ist die Zeit, in das Vertrauen zu kommen. Es ist die Zeit, in eine Energie zu kommen, wo du dich klar ausdrücken darfst. Drücke dich klar aus. Lerne zu sprechen. Lerne deine Gefühle in eine richtige Ebene zu bringen. Lerne auch, dass es hier um eine friedliche Kommunikation geht. Nicht nur um Gefühlsausbrüche zu kontrollieren, Wut oder sowas, sondern auch dein Innenleben, was dich beschäftigt, zum Ausdruck zu bringen. Was dir nicht gefällt, sag es. Wem es passt, super, wem es nicht passt, der hat halt Pech. Aber du darfst dich hier klar und deutlich äußern, weil je mehr du eine Blockade in deinem Sakralchakra hast, in deinen Empfindungen, umso mehr kannst du abstumpfen oder auch körperliche und emotionale Probleme in dir auslösen. Und das brauchen wir jetzt alles gar nicht, okay? Jetzt, an diesem Tag, wo du diese Nachricht hörst, Krebs, egal ob heute, morgen, in einem Jahr, ist das Thema, das Vertrauen anzugehen, die Gelegenheit, jetzt voller Fülle und voller Reichtum und voller Güte zu dir selber und Wertschätzung zu dir selber zu genießen und zu leben und zu erkennen. Ja? Bedenke, dieses Video ist zeitlos, Krebs. Egal wann du es hörst, egal wie du es hörst, egal wo du es hörst. Wichtig ist, dass du in Resonanz kommen darfst, dass du dir die Zeit gibst, das Vertrauen neu zu erkennen, aufzubauen und dass du auch die geistige Welt darum bittest, Ordnung in dein Gefühlsleben, in dein Sein zu bringen. Wir haben heute Erzengel Samuel und Erzengel Uriel für dich. Die positiven Affirmationen lauten von Erzengel Samuel: Mein Herz ist von der Flamme der Liebe erfüllt. Sag es dir immer wieder, Krebs. Mein Herz ist von der Flamme der Liebe erfüllt. Erzengel Uriel sagt, ich bin mit allen Menschen in eins. Ich bin gelassen, in meiner Gelassenheit und in inneren Frieden. Wichtig, visualisiert eine rosarote, purpinfarbene Energie, ein Licht, eine Kugel, ja, ein Mantel, der dich umhüllt. Das ist Erzengel Samuel. Erzengel Samuel möchte dir sagen, ich bin der Erzengel der Liebe. Ich umhülle dich mit einem rosaroten Lichtstrahl. Ich bin ein Segen für dich. Denn ich zeige dir, dass du bereit bist, deinem Herz bedingungslose Liebe zu geben und zu öffnen. Öffne dich der Liebe. Ja, die Liebe kennt keine Einschränkungen. Sie akzeptiert alle Menschen, so wie sie sind. Sie urteilt nicht. Wahre Liebe ist so mächtig, dass sie Verletzungen, Zorn und Trennungen überwindet, aber auch verursachen kann, wenn du nicht richtig liebst. Hülle dich also in einer rosenfarbenen Energie, in einem rosafarbenen Mantel, der Mantel der Liebe ein. Lasse Liebe in deinem Herzen strömen. All deine Mitmenschen werden von deiner Liebe angesteckt und berührt. Die Menschen, die du liebst, die Menschen, mit denen du, die du magst, mit denen du dich umgibst, auch diejenigen, die du vielleicht nicht gut kennst. Du bist in einem Mantel von rosarotem Licht umwickelt, dem Licht der Liebe. Öffne dich. Du bildest eine Brücke aus Licht, auf die
wir Engel wandern, um Hoffnung und Frieden in dein Leben zu bringen. Als Lohn dafür dürfen wir deinem Lebensweg einen Segen geben und voller Liebe sein. Ich, Erzengel Shamuel, bitte dich und lade dich dazu ein, mir deinen freien Willen zu bekunden und mich dazu einzuladen, dich mit meinem Mantel der rosaroten Flamme der Liebe zu umhüllen und dein Herz zu heilen und dir bedingungslose Liebe schenken zu können, damit du diese Liebe mit anderen Menschen teilst. Erzengel Uriel möchte dir sagen, ich bin der Erzengel, der mit einem rubinroten Licht arbeitet. Ich bin das goldene, purpurfarbene Licht, das dir hilft, deine Energie, deine Spiritualität, deine Weisheit wieder zu entdecken. Ich bin ein Segen für dich. Bekunde deinen freien Willen. Bitte mich um Hilfe. Bitte mich, dir helfen zu dürfen. Ich bin Erzengel Uriel. Ich werde dir Ruhe, Gelassenheit, Liebe, inneren Frieden bringen. Du bist wiederum dazu aufgefordert oder du wirst dazu aufgefordert von mir, diese wunderschönen Qualitäten in anderen Menschen und in dir zu sehen, deine Qualitäten zu erkennen, in deine Intuition, in deine Weisheit zu kommen und deine Qualitäten, deine Kapazitäten mit anderen Menschen zu teilen, in das Leben zu bringen. Bitte mich, mit dir in Kontakt zu treten, um dir dabei zu helfen, nach dem zu streben, was dich wieder in deine Menschheit bringt, was dich und die Menschheit wieder vereint, dass du in einen Zustand der hohen Gnade durch Freude, durch Freiheit gelangen kannst. Stelle dir vor, dass ich mit meinem purpuren, goldenen, farbenen Mantel dich umhülle und bitte mich, Erzengel Uriel, dir zu helfen, dein Bewusstsein auf eine höhere Stufe zu bringen, um die Liebe in dein Herz zu lassen, um die Weisheit zu verkünden, um eins zu sein mit dir und mit deiner Umwelt. Leute, wunderschön. Schaut mal, Erzengel Uriel und Erzengel Shamuel, ja? Einmal pupillenfarbenen Lichtstrahl, also Licht. Ihr könnt eine rosarote Kerze anmachen, aber auch eine gelbe, goldene Kerze oder eine purpurfarbene Kerze anmachen, okay? Das unterstützt nochmal die Energie von den Erzengeln. Ihr könnt auch gerne in den Farben eine Kleidung anziehen oder Armbänder. Ja, ich werde aus Mexiko energetische Armbänder mitbringen, auch diese Perlenarmbänder. Die ich dann auch an euch weitergeben werde. Ihr könnt die also erkaufen, wenn ihr dann möchtet. Das werde ich aber später noch publik machen. Das sind auch nochmal Armbänder, alle, egal ob diese Perlen- oder Chakra-Energie-Armbänder, werden alle von mir geladen, energetisch geladen und von meinem Mann, dass die euch Schutz geben, dass die euch auch nochmal dazu aktivieren, diese Energie freizusetzen auf eine Art und Weise, die sehr schlicht ist, aber geladen ist energetisch und euch wirklich dazu bringt, auch diesen inneren Frieden und bedingungslose Liebe zu finden, auch Vertrauen, Schutz, alles, was ihr möchtet. Zu dem Chakra zurückzukommen, das Sakralchakra, ja, hat die orangefarbene Farbe. Hier geht es auch darum, das Chakra zu visualisieren, das Sakralchakra, das ist unten am Schambein, okay, hier geht es darum, auch eine Kerze anzumachen, um mehr in das Feeling zu gehen, um auch etwas Orangenes anzuziehen, um auch da wieder mehr ins Feeling zu gehen. Aber hier ist wichtig, visualisiere am Schambein ein orangefarbenes Licht. Wenn du das visualisiert hast, ja, gehe einfach in die Blockadenlösung rein und sage, ich fühle meine Emotionen, Genuss, die Kreativität. Ich fühle, ich bin ein Mensch, der Empfindungen hat. Also du kannst hier auch, wenn du private Fragen hast, wie man eine Chakra-Reinigung durchführt, eine Chakra-Blockadenlösung, schreib mich an. Ich gebe dir mehrere Informationen darüber. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass du dir immer dessen bewusst bist, dass dein Sakralchakra zuständig ist für deine Vitalität. Nicht nur für deine Kreativität, also eine kreative Ader, sondern auch, Leute, für die Fruchtbarkeit. Sowohl bei den Männern als bei den Frauen kann es auch eine Fruchtbarkeitsstörung geben. Ja, die Keimdrüsen, Eierstöcke, Prostata, Hoden, wo eine Unfruchtbarkeit entstehen kann. Auch dein Gefühlsleben, das heißt die sexuelle Ebene, das heißt die Passion kann ein bisschen blockiert sein. Beziehungen, wie man die lebt, wie man die erlebt, die Sinnlichkeit, ja. Alles, was mit so Gefühlen, Emotionen zu tun hat, kann dadurch auch eine Blockade in deinem Seinzustand führen und auch in deiner Partnerschaft oder mit deiner Umwelt, weil du einfach nicht in dieser Gefühlsebene verankert bist. Das heißt, dass wenn die Energie nicht fließen kann, wir sind wie ein Abfluss. Wenn das Abfluss verstopft ist, ja, können wir nicht fließen. Das heißt, wir brauchen einen Abfluss frei, ein Abflussrohrmittel, wie auch immer. Ja? Und hier ist das auch. Wenn das Chakra blockiert ist, können wir nicht in unsere Gefühlsebene kommen. Okay, das bringt Probleme in der Begeisterung, wie man fühlt, wie man die Sachen wahrnimmt, die Sinneserlebnisse, aber auch die Sexualität und vor allen Dingen die Emotionen, den Genuss. Das ist ganz wichtig, Leute. Einige von euch könnt ihr vielleicht Probleme im Beckenraum haben, wie gesagt, mit den Fortpflanzungsorganen, ja. Bei den Frauen sind es Probleme mit der Östrogene, bei Männern können es Probleme sein mit dem Testosteron. Aber vor allen Dingen können auch hier Themen auftauchen, wie zum Beispiel Probleme mit den Nieren.
Okay, mit den Nieren, mit der Blase, Schwierigkeiten, das heißt irgendwelche Blutwerte, die nicht ganz okay sind, Anämie oder was weiß ich nicht. Auch das Lymphsystem kann ein paar Blockaden oder Schwierigkeiten auslösen. Schaut mal, ihr könnt auch vielleicht einige von euch Probleme mit der Verdauung haben. Ja, Verstopfung oder vielleicht zuflüssigen Kot. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Stottern. Wisst ihr warum? Weil ich habe hier viele Krebse, die gerade voll in den Widerstand gehen. Die sagen, ey, Alena, schwafel mich nicht zu. Und ich merke aber, dass andere wieder in Resonanz gehen. Eure Energien, Leute, ich bin nicht hier, um ein paar Bildchen abzulesen. Okay? Bin ich nicht. Also ich habe hier eine Mission und diese Mission nehme ich sehr ernst, weil ich die schon seit Ewigkeiten mache. Wenn ich anfange zu stottern, ist es, weil die Wörter blockiert werden, weil viele in Resistenz gehen, in Abwehr, nicht im Vertrauen sind, ja, sich nicht ausdrücken können, ja, die Gelegenheiten der Veränderung nicht nutzen, nicht glauben, ja, nicht auf eine friedliche Kommunikation aus sind. Das blockiert mich in meinem Sein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay? Also hier ist es wichtig, Leute, Verständnis zu haben, auch wirklich hier mehr euch zu öffnen. Seid ihr in Resonanz, herzlich willkommen. Seid ihr noch nicht, kommt in Resonanz, weil die Gebrechen, die ihr körperlich habt, ja, können auch viel durch emotionale Probleme sein, aber auch hier, wie wir sehen, ganz klar durch eine Blockade im energetischen Zentrum, im Sakralchakra, das ist dein Fühlen. Achtung, Leute, ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Wenn du sagst, Alena, ich möchte keine Kleidung anziehen in diesen Farben, ich möchte auch keine Kerze anmachen, rate ich es dir trotzdem zu machen. Ja, wenn du mir sagst, kannst du mir vielleicht einen Edelstein, einen Heilstein empfehlen? Ja, wichtig ist, dass es ein orangefarbener Ton ist. Ich empfehle vielleicht zum Beispiel, wenn du mich fragst, den Karneol, den Kalzit zum Beispiel. Ja, es gibt auch einen Stein, der heißt Jaspid. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Bernstein ist vielleicht für vielerlei Leute ein Begriff, aber auch ein Fluorit. Ihr könnt auch gerne bei Google reingehen, ja, Leute, und einfach mal nachschauen, was für ein Heilstein gibt es da in den Farben und euch dem halt nochmal energetisch einfach dahinzustellen. Wenn du sagst, Alena, ich möchte aber gerne vielleicht was mit Düften haben, was kannst du mir empfehlen? Sandenholz, Pfefferminze, Myrrhe, ein Orangen- oder Vanilleduft. Ja, das ist so das, was ich dir empfehle. Um hier nochmal auf den Punkt zu kommen, Krebs, es ist an der Zeit, dass du aus deiner Impulsivität etwas Sinnvolles machst, okay? Die Impulsivität dazu einsetzt, um in die bedingungslose Liebe zu gehen, um deine Verletzungen, deine Schmerzen, deinen Zorn, alles das, was dich blockiert hat, was dich auch von Menschen oder Zufriedenheit trennt, zu lösen, die geistige Welt um Hilfe zu bitten, ja, dich ins Gleichgewicht zu bringen, absolut lernst, in die Ehrlichkeit zu kommen und endlich zu reden über das, was dich bedrückt, alles, was da blockiert ist, raus damit. Visualisiere auch das orangefarbene Licht deines Sakralchakras, damit du wieder in die Gefühlsebene komplett reingehen kannst und endlich frei sein kannst von all den Ballast, auch von diesen Unfruchtbarkeitsproblemen, auch von Genuss wirklich wahrzunehmen, auch diese inspirierende Art, diese Kreativität, die du hast in dir, wirklich absolut auszuleben, vor allen Dingen die Sinnlichkeit in allen Beziehungen deines Lebens. Wichtig, achte auf deinen Körper. Hier darfst du lernen, ehrlich zu sein. Hier darfst du lernen, dich auszudrücken. Hier darfst du lernen, dass die Notwendigkeit besteht, jetzt in dir selbst einen Samen zu sehen, damit du wirklich frei bist von all dem, was dich belastet. Du entscheidest, ob du weiter so machst oder ob du in eine gute Vereinigung eingehst mit dir selber und hier eine neue Richtung einschlägst. Krebs, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hinterlass mir ein Like. Dein Like ist die Dankbarkeit, die du mir gibst, um der geistigen Welt weitermachen zu dürfen. Dein Like bedeutet für dich auch, etwas von der geistigen Welt, vom Universum zurückbekommen, aus Gnade, aus Dankbarkeit, aus Güte, dass du dieses Video sehen darfst. Egal, wann du es siehst. Heute, morgen, in einem Jahr. Deine Intuition, Krebs, wird dich immer zu mir führen. Okay, wenn der Zeitpunkt reif ist, für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie, für was auch immer, schreib mich an per WhatsApp und ich bin gerne gewillt, dir zeitnah Informationen zu geben. Okay? Danke, dass du abonniert hast. An alle Neuen, super lieben Dank. Weiter so, wir werden stetig weiter wachsen als Alena Tarot. Okay, ganz lieben Dank. Drückt das Glöckchen, damit ihr über Benachrichtigungen informiert werdet. Denkt dran, wichtig ist auch das Like. Teilt und abonniert diesen Kanal wirklich auch nach außen hin, damit auch viele Menschen informiert werden, dass es uns gibt und dass die Zeit gekommen ist, aus allen negativen Energien eine positive Energie zu machen und allen Sternzeichen dabei zu helfen, den Weg in den inneren Reichtum zu finden, in die Stabilität, vor allen Dingen in den inneren Frieden, damit du immer klare und weise Entscheidungen treffen kannst. Egal, was in deinem Leben blockiert, egal, was in deinem Leben ist, ob eine Prägung aus der Vergangenheit, ein aktueller Schock, Geschehnisse, Erlebnisse, was auch immer,
traue dich auch wirklich offen und ehrlich zu dir selber zu sein und auch die geistige Welt, um dir selber auch eine Hilfestellung zu geben, dass du endlich befreit werden kannst von all dem, was nicht mehr nötig ist für dich, in deinem Leben als Ballast rumzuschleppen. Krebs, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Gott segne dich, okay? Oder welche Glaubensrichtung du auch immer haben magst. Hier ist alles herzlich willkommen. Jedem ist das freigesetzt, aber vertraue, dass es mehr gibt als das, was deine Augen bisher sehen und dass es mehr darüber hinaus gibt, ja, als das, was du bisher kennst. Gib dem Leben und die Liebe Krebs die Farbe, die dich glücklich macht. Bedenke, deine Intuition führt dich immer zu mir, zu meinem Kanal. Immer und dann, ich wiederhole, wenn die Zeit reif ist, werdet ihr den Weg zu mir finden. Okay, Krebs, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Du bist ein tolles Wesen, du bist eine tolle Energie. Also lebe das Leben so, wie es wirklich richtig ist. Nicht so, wie es dir passt, sondern wie es richtig ist für dich. Okay, alles Liebe Krebs, wir hören uns. Bis dahin, bye.